Grüß euch, da ist wieder Rucksacktaxi. Ich bin heute in Marquardt-Stor am Hochgern-Parkplatz und ich gehe heute mit euch auf dem Hochgern. Heute eine andere Variante. Es gibt von da eine Möglichkeit, wie man über ein Sendemast draufgekommen. Das ist erst teilweise ein bisschen steiler, ein Steig unten und oben können wir dann wieder auf die Straße, können aber nur mal über einen Steig abkürzen. Auf geht's! Gleich hinter der Hinweistafel geht es für uns halb rechts auf der Straße rauf. Und oberhalb von dem zweiten Teil vom Parkplatz geht es schon geradeaus in den Steig rein. Da stehen sogar Schiffe herum. Man glaubt es nicht. Und wir gingen heute da gerade weiter. Nicht die normale Straße, sondern knapp oberhalb. Den Zirger, da bin ich schon mal aufgegangen mit euch. Aber dann endgültig einen anderen Weg über die Schnappenkirche. Und die lasse ich heute aus. Ihr müsst ein paar Mal aufs Navi schauen, da sind einige Kreuzungen drin. Wenn ihr das wirklich mal nachgehen wollt, dann geht es nicht die übliche Straße rauf, wie gesagt. Wir sehen schon auf zum Sendemast. Das ist heute unser Orientierungspunkt, an dem wir dann vorbeikommen. Und auch wenn am Sendemast ein Stück als Straße ist, kann man danach nochmal abkürzen und kommt viel weiter oben erst auf dem Steig raus. Wir gingen auf einen einprägsamen Felsen zu. Den, wenn ihr seht, dann wisst ihr, ihr seid richtig. Wenn man vorhat, dass man über den Sendemast drauf geht. Da gingen wir gleich gerade auf und nicht links, wo es jetzt praktisch, ich glaube sogar ziemlich das letzte Mal, nur mal links Richtung Schnappenkirche rübergegangen hat.
Heute ist der Steig sehr trocken. Das heißt, ich werde wahrscheinlich auch da wieder runtergehen. Wenn das nass ist, dann kann man es auf der Forststraße umgehen. Weil bergab ist der Steig jetzt nicht das größte Vergnügen. Wieder sieht man mal, dass man noch auf dem Weg ist, aber man muss aufpassen, der ist nicht markiert und gerade wenn so wie jetzt noch das alte Herbstlaub unterm Schnee wieder rauskommt, sind die Steige oft gar nicht so gut zum Sehen. Ich bin aber jetzt bald auf der Straße herum, das heißt eigentlich schon jeden Moment, wo wir dann rechts rübergehen und dann kommen wir schon zu dem Sendemast, der als Orientierungspunkt da herum ganz gut genommen werden kann. Wie angekündigt, sind wir schon heraus aus dem Steig. Hinter mir sieht man es. Die Straße hinter mir führt praktisch nur runter, wo Holz gemacht wird. Und da hinter mir gehen wir jetzt bergauf weiter zum Sendemasten auf. Das Wegstück ist der Grund, warum ich da heute rauf gehe. Das wollte ich mal von oben runter gehen, habe es wieder übersehen. Drum gehe ich es heute unten. Man kann da rauf ohne Straße Richtung Hochernhaus gehen. Da geht wieder ein Steig rauf. Und das ist mir natürlich deutlich lieber. Und wie immer, einmal stehen bleiben und hinausschauen. Wir sehen auf die Fraueninsel im Chiemsee und im Hintergrund auf die Schaffhausener Bucht rein. Jetzt geht der Wind an, der leicht angesagt ist und der halt im Laufe des Tages stärker werden soll. Mal schauen, ob es oben gemütlich genug ist, dass man an den Gipfeln aufgeht oder nicht. Wir sind schon ober Agas geschwind und sehen wir auf den Korsen hinüber. Da geht es für uns weiter im Wald auf, über links oberhalb der normalen Forststraße, so wie man es sonst zum Hochgernhausen aufgeht. Auf die treffen wir dann weiter oben wieder. Da links gehen wir zum Aussichtspunkt auf.
Das ist aber eine Sackgasse. Drum gehe ich rechts runter und wir treffen bald auf die Straße. Genau und im Feldkreuz sind wir auf der Straße und gingen weiter Richtung Hochgernhaus. Vor der Bergwachthütte gingen wir links auf. Wir kommen zum Hochgernhaus und wie man es hört und sieht, es pfeift wie Hölle. Ich gehe jetzt noch ein Stück weiter am Hochgernhaus und schaue mal, wie es oben ausschaut, ob recht viel Schnee liegt, ob der Wind recht stark geht und dann werden wir entscheiden, wie ich weitermache. Na, ihr merkt ja, mit Originalton geht da nichts mehr. Ich bin also an der Wetterfahne herum, da wo die Gleitschirmflieger normal starten. Und ich schaue jetzt gerade von da aus runter aufs Hochgernhaus. Mir langt es bis daher. Es ist ein dermaßen starker Wind. Ich hätte da oben die Aufnahme gar nicht machen können, sondern bin jetzt ein Stück zurückgegangen, dass wir wenigstens so ein bisschen was von der Aussicht haben, die heute durchaus vorhanden ist. Aber halt immer mit dem starken Wind verbunden. Jetzt geht's runter zum Hochgernhaus, Einkehrschwung. Naja, genau wie ich am Hochgernhaus angekommen bin, hat mir der Hüttenwirt gesagt, dass er mir heute nichts mehr verkaufen darf. Warum auch immer. Naja, dann geht's wieder runter. Ich verabschiede mich wieder und sage danke fürs Zuschauen. Vergesst bitte nicht den Kanal zu abonnieren und viel Spaß beim Nachwandern. Schaut euch einmal die Liste Touren von Rucksacktaxi. Sie ist sortierbar, filterbar. Ihr könnt euch besser informieren, als wir nur in einer Wander-App.